Meine erste Erfahrung mit Bildhauerei bestand darin, dass ich abends einen Klumpen Ton in die Hand bekommen habe, mich zu beschäftigen, während meine Mutter einen Malkurs besucht hat. Ich liebe die Auseinandersetzung mit harten Gesteinen, insbesondere deswegen, weil der Arbeitsprozess so herrlich verlangsamt wird. Wir sprechen da nicht über eine Slow Motion, sondern über eine super slow Slow Motion. Beim Spalten des Steinblocks ist für mich ganz wichtig, voll konzentriert zu sein und auf den Klang der Treibkeile zu hören, der immer heller wird, bis dann letztendlich die Spannung zum Bersten kommt und der Stein langsam bricht. Im ersten Anblick meiner Skulpturen scheint es oft um ein bekanntes Objekt zu gehen, wie zum Beispiel eine Feder oder einen Kubus oder einen Sitz, aber das Entscheidende ist eigentlich, dass die Arbeit selber ein freies Spiel mit dieser Grundidee ist. Das Wissen, dass meine Skulpturen mich lange überleben werden und einen eigenen Wert darstellen, das finde ich eine sehr spannende Frage.